alles kaputt machen. Total Destruction! Unlimited Power! Mein Gott! Boah, das scheiß Lecht, ey. So, jetzt haben wir hier zwei Anglerfischdosen. Ah, oh, das ist auch bestimmt. Bestimmt der Endgegner hier in dem Level, ne? In der Welt. Irgendwie so ein Fisch, den ich mit meinem Moskito abschießen darf. Nee, ich wollte gerade sagen. Also jetzt zählt jeder. Jetzt gerade zählt jeder. Okay, hier ist irgendwo was, ja. Ich habe auch schon so eine Vermutung, wo es sein könnte. Hm, ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ui, guck mal. Was für ein formidables Geheimnis. Okay. Ja. Ich kann gerade sagen, groß werden wäre ganz nice auf jeden Fall. So. Ja, müssen wir einmal wahrscheinlich in einem Rutsch dann erledigen. Hup. Ja, die 350, das könnte doch schon was werden. Mega. Noch 5 Stück und ich muss auf jeden Fall noch den letzten Käfig kaputt machen. Wenn da mehr als 3 Gegner sind und ich keinen anderen mehr finden sollte, wäre das noch ausreichend. Das heißt, von der Punktzahl her sollte das eigentlich der Versuch erfolgreich sein. Aber wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal rein. Hilfe. Aufgrund der Tatsache, dass wir haben leider erst den Käfig übersehen. Ja, komm, einer. Ja. Ich wollte sagen, wir sind jetzt noch nicht tot, oder was? Nee, aber auch hier ein bisschen Palaver jetzt erstmal gemacht. Das war eine knappe Geschichte gewesen, aber ist mir egal. Was? Wieso? Du. Verstehe ich nicht. Also, verstehe ich schon, aber... Dumm. Bah! So. Ui, ah, weg hier! Ich hab's tatsächlich geschafft zu fliehen. Wie hab ich das denn gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ja, okay. So, egal. Guck mal, jetzt haben wir nämlich schon mal... Das schon mal voll. Perfetto. Warum sollten wir uns das immer so schwer machen, ne? Warum von unten? Wenn es auch so einfach geht. So, 354 Stück müsste reichen sein aus. So, wunderbar. Und das Schöne ist, jetzt sehen wir auch, wenn wir jetzt den zweiten Käfig haben, den ersten nicht, sieht man das, ne? Das heißt, ich weiß, es fehlt der erste. Außerdem können wir jetzt herausfinden, ob wir quasi einen Käfig einsammeln können, das Level dann verlassen können und es dann eventuell geschafft haben oder eben nicht. Ich weiß nur leider von der Örtlichkeit nicht mehr genau, wo das war. Aber ansonsten, ich meine, okay, selbst wenn wir das Level dann hinterher noch beenden. Das war zwar relativ am Anfang, aber auch das, mein Gott. So lange sind die Level nicht, wenn man durchrennt, ne? Es dauert ja immer nur so lange, weil ich ja halt auch immer alles holen möchte. So. 1,20, okay, ja. Komm, ab dafür. Was soll der Geiz? Uiuiuiui. Hilfe! Ja, er geht down. Okay, das ging schnell. Denn du kannst auch Energie holen. Ja, ich weiß. Ach, ja. Energie ist für Pussys. Scheiße. Lalalala. 11 Sekunden war es gut, ich habe keine Ahnung. Nein! Okay, genau hier ist es gewesen, glaube ich, ne? Ja, da war es schon. Nein, da war es nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Da war es gewesen. Mit der Blase müssen wir da hoch. Ja, ist aber easy. Warum gehe ich nicht einfach von der... Ich bin so dumm, ne? Bin ich einfach von der Blase runtergegangen? Idiot. Einfach durch. Einfach durchbremsen. Nein! Ach komm. Ja, das war auch. War von mir auch viel blöd dabei. Muss ich leider sagen. Ist das schlimm, dass ich jetzt klein bin? Ich weiß nicht, ob ich dadurch einen Vorteil habe, einen Nachteil. Oder ob es einfach scheißegal ist. Ja, mir ist es langsam egal. Ich bin dumm. Er war auf jeden Fall langsamer als letztes Mal, ne? Scheiße! Ach, es ist doch. Also groß bleiben ist auf jeden Fall die Devise, die ich hier auf jeden Fall verfolgen sollte. Warum bist du denn jetzt gestoppt? Wurdest du jetzt von dem Melonenkern gebremst? Oder was willst du mir jetzt damit sagen, Spiel?
Ah, dieses Stoppen zwischendurch die ganze Zeit, das nervt wirklich. Das nervt so hart, ne? Und ich kann auch nicht erklären, woran es liegt. Jetzt habe ich mich selbst mit meinem Helikopter gestoppt, klar. Da können wir jetzt erstmal nicht viel reißen. Dann müssen wir jetzt leider erstmal die bla 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 so nehmen. Und raus hier. Weg. Okay, und hüpf. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Okay, einmal. Ui, fuck! So, perfekt. Raus hier. Ah, es war von klein nach groß, ne? Ah, jetzt sind wir schon hier. Guck mal. Okay, hätte ich mir auf jeden Fall auch viel Zeit sparen können. 1,20, ja, gut, okay. Und. Ho! Oh, so direkt hinter die Tür ist vielleicht das Ding. Nee, ist es nicht. Schade. Okay, ja, das wäre schon mal leider... Ah, okay, aber es ist nicht weit weg. Ist machbar, auf jeden Fall. Aber sowas von... Ja, komm, lächerlich. Nein, neuer Versuch. Brauchen wir nicht. Weil ich habe so viel Zeit mit den Blasen verloren. Ja, ich weiß. Klingt komisch, aber ist so. Was soll ich machen? Lass dich nicht schwer von dem scheiß Melonenkern ausbremsen. Riemen. Es ist so dumm, was tue ich denn da? Warum will ich denn unbedingt nach da unten hin? Weil es irgendwann mal eine Stelle in dem Level gibt, wo ich genau das tun muss. Aber egal. Es dauert nur noch ein bisschen. Alter! Ich halt's echt nicht aus, ne? Hier zum Beispiel, ne? Nein! Okay, war auch okay. Keine Ahnung, ob ich jetzt schneller bin oder langsamer. Kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Auf jeden Fall, den ersten Raum habe ich verkackt. Den zweiten sollte ich deutlich schneller ihn vorangetrieben haben können. Fupp! Raus hier. Aber wobei. Warum ist mir so kompliziert? Zack. Es ist so dumm, warum gehe ich denn schon wieder unten lang? Ja, es ist... Level-Mapping habe ich noch nicht so im Kopf hier. Heißt das so? Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Levelaufbau halt, ne? Ja, nicht mehr der Jüngste, ne? Oh, Rücksicht drauf nehmen. 11 Sekunden war mein allererster Versuch, glaube ich, hier durchzukommen, ne? Durch den ersten Bereich, fuck you! Alter! Das ist nicht normal. Also kurze Sprünge. Kurze Sprünge. Das ist das, was mir auf jeden Fall hier weiterhelfen soll. Boah, ey, ich krieg zu viel, ne? Ohne Witz. Das nervt. Ja, 12. 12 ist okay. Egal. Scheiße! Ja, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall ordentlich Zeit gut gemacht. Das ist auf jeden Fall ein guter Versuch, weil ich jetzt nicht verkacke, natürlich. Und jetzt auch nicht für allzu viel Schmu hier sorge. Scheiße! Schon wieder hat leider nicht geklappt. Das kostet doch einfach mal direkt wieder, weiß ich, 3 Sekunden oder so. Affenkacke ist das, wirklich. Hoch, hoch, hoch. Okay, wunderbar. Scheiße! Oh, Alter! Ich dachte, ich lande noch auf seinem Tablett. Fuck! Fuck! FAK! Fuck! Okay. Auf ein neues! Auf zum Atem! So schwer ist es nicht. Komm, Baby. Die Melone sollte ich auf jeden Fall mir angewöhnen zu überspringen, irgendwie, wenn das geht. Da hänge ich echt immer fest. Fast 13 waren es jetzt.
Kladderadatsch haben wir alle keine Zeit. Alter, boah! Scheiße. Einmal hepp, flupp und raus hier. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Zack, zack. Hoch, 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 hoch. Und jetzt bei mir oftmals der Übergang zwischen klein und groß werden, ne? Okay, jetzt bin ich wieder groß, verstanden. Genau, das ist nämlich genau das Problem. Der bleibt nämlich kurz vor der Karte nämlich schon hängen. Und dreht sich dann um den Sack. So. 15 Sekunden locker. Platin-Gebiet hat der. Heiliger Bimmer. So nämlich. So nämlich. So muss das sein. Einmal müssen wir trotzdem nochmal leider rein, weil, wie gesagt, den letzten Käfig noch eben holen. Aber wie gesagt, das kriegen wir jetzt, denke ich, mal hin. Nee, keine Lust. Energie holen wir uns trotzdem schon mal. Auch hier, das können wir uns mal lecker Schmecker holen. Ja, ich befürchte, wir müssen das Level wahrscheinlich beenden. Aber wie gesagt, wenn es halt nicht darum geht, dass man jetzt irgendwas hier großartig schafft und holt und keine Ahnung was, ist das ja vollkommen in Ordnung, was man hier... Also auch von der Levellänge her. Es ist ja kurz eigentlich. Okay, komm mal. Entschuldigung. Mein Failure. So, da müssen wir nämlich dann einmal hoch. Dann nehme ich. Da rein. Tap, ta, da. Was haben wir denn hier jetzt Schönes? Moskito? Okay. Warum? Ach du heiliger Scheiß. Okay. Ah, nicht an den Flächen festhängen. Die Eiswände habe ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Schirm. Wir gehen mal ganz unten lang. Ach so funktioniert das. Okay, ich verstehe. Irgendwie. Tada! Oh, das war ein geiles Level. Hat mir gefallen. So, jetzt ist die große Preisfrage. Darf ich das Level verlassen? Ich glaube, das probieren wir mal aus, oder? Alle ungespeicherten Fortschritte gehen verloren. Komm, wir versuchen es mal. Da wissen wir wenigstens für die Zukunft Bescheid. Ich denke mal, das wird nicht funktioniert haben. Ich denke mal, einen Käfig fehlt uns jetzt hier immer noch. Oder? Ja, schade. Ja, komm, holen wir die erstmal rein. Was soll der Geiz? Hör mal, eine neue Figur ist im Schneichenbaum verfügbar. Geil. Ja, komm. Tut mir leid, ne, müssen wir nochmal machen. Aber ich habe es mir ja schon gedacht. Jetzt sind wir wenigstens klug. Oder eher wissend. Ich würde es eher wissend nennen. Klug, soweit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen. Ja, komm, holen wir uns nochmal die Energie hier. Zack. Achso, genau. Das wäre nämlich auch immer interessant zu wissen. Wenn ich ein Level jetzt mit Herz quasi abschließe, ob ich das Herz dann auch behalte im nächsten Level. Weil das wird auf jeden Fall immer... Also wird auf jeden Fall immer einen Bonus von 5 Punkte geben. Und das ist ja schon mal was. Ups. Weil wenn ich dann das erste Herz nämlich einsammle, und das ist ja meistens relativ früh im Level, ja, das wird auf jeden Fall schon mal helfen. So. Hoch. Weit hoch, weit hoch. Ganz weit, ja. Psch. Help me. Dann machen wir das nochmal. Hey, nicht schon wieder. Ist schon flott hier, ne? Natürlich, ich spiele so, Alter, meine Güte. Komplett mit dem Steuerkreuz am Spiel. Das lässt sich damit sehr, sehr gut spielen. Nur so als Info am Rande. Für all die es interessiert. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Und. Der ist kaputt. So, raus hier. Er geht down, er geht down. So, jetzt das Ding nur nach Hause bringen. Wie gesagt, im Idealfall natürlich mit einem
Herzen. Wollte sein, wäre schon fast schief gegangen. So. Okay, clever. Ich finde es ja wenigstens nettes. Nein! Ach, das war gar kein Gegner, okay. Dass sie noch ein bisschen erstmal aufladen müssen, bevor sie schießen. Das finde ich wirklich gut. Gut. Ja, sind wir gleich schon da. Weit, weit nach oben. Uah. So, wart. Dann wart. Alto. Fupp. So. Weg hier.